Nervensäge. Die Zeit der Rache ist da. Ups. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich hier nur die Fässer kaputt machen. So, gucken wir noch, was in der anderen Truhe ist und dann gehen wir auch schon weiter. Wächterhandschuhe. Jetzt kriegen wir die ganze Wächterausrüstung oder was? Die ziehe ich jetzt aber nicht alles an. Das muss nicht sein. Ey, falsche Taste. Ich kämpfe mich hier lieber durch und bekomme dafür Erfahrungspunkte und so. Außer natürlich ist es so eine Stelle, wo man das halt machen muss. Dann ist das okay, aber... Ich werde mich jetzt hier nicht durchsneaken oder sowas. Das ist nicht mein Ding. Ich bin ja eher so der offensive Typ. Überall hört man die Schreie von irgendwelchen gefolterten Leuten, die gar nicht gefoltert werden, weil ja die Folter verschoben wurde. Merkwürdig. So. Verreckt. Elendig. Für das heilige Licht und so. Jetzt kann ich es auch wieder benutzen. Interessant. Jetzt erstmal sein lassen, weil darum und so, ne? So, jetzt muss ich aber mal kurz hier Inventar die Sachen auf richtigen Taste wieder ablegen. Gegenstände, Tränke. Mal den hier mal auf die 1. Dann mach ich den hier mal auf die 2. So. Okay. Und weiter geht's. Jetzt können wir ja unsere Mutter befreien. Hallo. Ja, du bist auch ein Verbrecher. So. So viel dazu. So, auf. Hallo. Ja, geht's, bin dabei. So, jetzt komm. Wir müssen jetzt hier nur noch irgendwie entkommen. Ach du Kacke, sind hier viele Feinde. Und wird er jetzt wieder in dem einen Raum warten und uns dann wieder einsperren? Ich weiß es nicht. Wobei, die Gegner hätten wir ja damals locker geschafft. Locker. So. Jetzt alle noch einmal schlagen oder sowas, aber was denn Scheiß hier. Und Mutter kämpft doch mal mit dir, also wirklich. Ja, das bin ich, richtig. Hey, lass den Scheiß. Aua. Ist nicht nett. So. Alter. Ich sehe, du bist gut ausgebildet worden. Ja, du wiederholst dich. Das hast du mir vor 2 Jahren schon gesagt. Meine Güte, fängt nur noch das, fehlt nur noch, dass er mir in die Wangen kneift und sowas. Und sagt so, oh, du bist so groß geworden. Ehrlich, muss nicht sein. Keinen Schritt weiter. Doch. Aber wir müssen uns sputen. Ja, weiß ich. Ich bin dabei. Du bist hier die lahme Schnecke, ja? Teufel. Ich bin kein Teufel. Ich bin ein epischer Held auf Doom. Ein Doom Warrior oder so. Keine Ahnung. Bleib tot, danke. Keinen Schritt weiter. Bin ich aber gegangen. Aber lass doch mal einen Scheiß hier, also. Nicht mehr weit, aber wir müssen uns sputen. Ja. Sie wiederholt sich. Muss das sein? Muss das ernsthaft sein? So, ich hoffe, hier sind nicht mehr ganz so viele Feinde. Oder wenn da nur ein paar Untote, dann ist dann in Ordnung. Sieht aber eigentlich ganz gut aus. Hier haben wir noch eine Ruhe. Ey, stehen sie mir hier wieder im Weg. Ey, ich kann platzen. Immer diese ollen Rentner hier. Ja, würdet ihr mal bitte hier, ne? Mutter in Ruhe lassen und sowas. Ich mach das ja auch nicht mit eurer Mutter, ja? Ups. Habe ich jetzt meine Mutter geschlagen, ja? Egal, passiert. So, Truhe öffnen. Und... Magic! Blitzverstärkung! Wenn sich das jetzt mal nicht gelohnt hat. Wo ist denn die schon wieder? Ich hoffe, sie folgt mir. Mal gucken. So, Tür auf. Und wir gehen raus. Waren wir hier gerade nicht schon? Ich sehe, du bist gut ausgebildet. Bin verwirrt. Alter. Ich mache hier gleich heiliges Licht und so, wenn du es normal machst. Okay, das reicht. Jetzt bin ich pissed off, ey. So. Okay, richtig ranziehen und... Ups. Ja, wieso bekomme ich denn jetzt von hinten Schaden?
Bleib doch mal normal, ey. Noch einen einzigen Tag hier. Was ist zum? Mit wem redet er? Da war niemand. Sie möchte gerne Wächter für was Besseres halten und mit sich selbst reden, weil sie keine Real Life haben. Ja, versucht euren Kampfmultiplikator noch höher zu bekommen. Mach ich bei Gelegenheit. Geh, tot, geh, tot, geh, tot, geh, tot. Ja, es ist tot gegangen. Ich hab's tot gemacht. Zurücktauschen. Aber. Alter, ihr nervt. Es ist nicht mehr wahr. Und die Mutter nervt auch, ich will sie auch töten. Ehrlich. Muss doch nicht sein. Alter, ja, ist ja gut hier, mein Güte. Aber. So. Oh, viel zu viele Feinde hier. Viel zu viele nervige Feinde. So, wenigstens haben wir gleich hier den Ausgang erreicht, das ist ja schon mal etwas. Es ist nicht mehr weit, aber wir müssen. Ach du Kacke! Also gibt es hier doch einen Boss. Habe ich mich doch nicht im Spiel geirrt. Aber. Ja. Weg. Zunächst, ja, du sollst nicht schlagen, du sollst rennen, du dämlicher Dämlack. Hey. Und das? Na, schlägt er wieder, weil er rennen soll. Das gibt's doch nicht. So. Komm her. Ich möchte gerne Tentakel hier. Na los, nochmal. So. Und auf zum anderen Gedöns da hinten. Man sollte wahrscheinlich das Monster rauskommen. Na los. Nein. Sehr hilfreicher Tipp. Danke. Also ehrlich. ETF. Los, komm her. Wow, Hyperstrahl auf Doom. Gibt's doch nicht. Los, komm her. Komm her. Komm her, damit ich dir aufs Maul hauen kann. Und. Ja, es bekommt auf jeden Fall ein bisschen Schaden. Das ist mir noch zu wenig. Na los. Genau, und schlag dich hier rüber, damit ich dir mehr Schaden machen kann. Dass er auch einfach so aus dem Nichts so einen Hyperstrahl machen kann, ohne das großartig aufzuladen oder sowas. Okay, jetzt probiere ich mal Folgendes. Mit dem Bogen hier so ein bisschen rumzuhantieren und so. Stöhn hier nicht rum wie so ein Pornodarsteller, also ehrlich. Ja, das mit dem Pfeil im Boden klappt ja auch super. Aua, lass doch mal einen Scheiß hier. Aua, lass doch mal einen Scheiß hier. Okay, Schnauze voll von Pfeil und Bogen. Ich brauche auch noch eine halbe Stunde, bis er Schwert zücken kann. Gibt's das denn? Meine Güte. Aber das hat wehgetan. Die Barrieren. Ja, ich weiß, dass die Barrieren voll doof sind und so. Musst du mir doch nicht alle 5 Minuten sagen, ehrlich. Das muss nicht sein. Da hätten sie ruhig ein paar Sätze mehr einfügen können. Das wäre jetzt auch nicht schlimm gewesen. Und so viel kostet hätte es auch nicht. Ja, Mutter, halt die Klappe. Ehrlich. Okay, also wir wissen, Scharlachrobe ist ursprünglich eine Pornodarstellerin gewesen. Zumindest die Synchronsprecherin. Wieso? Sie hat jetzt weder Schaden noch sonst irgendwas bekommen. Kommst du jetzt mal rüber, damit ich dich schlagen kann? Geht doch. Meine Güte. Alter. Da ist er hier jetzt mal nicht so Dingens, dass ich hier Schaden drauf machen kann. Und
Nochmal. Und nochmal. Gleich ist er down. Au! Lass doch mal den Scheiß hier. Und. Und. Ja. Da geht es down. Okay. Okay. Jetzt können wir weiter, ne? Alter, wieso? Es ist tot. Du musst jetzt nicht so rumstöhnen. Das klingt weder cool noch irgendwas anderes Positives. Also wirklich. So, eben die Erfahrungspuppe hier einsammeln und dann können wir weiter. So viel Zeit muss jetzt sein. So. Rachedurst brannte heiß wie Sonne im Helden und sein Schicksal war vorgezeichnet. Jack hatte einen Schatten auf sein ganzes Leben geworfen. Er war der Verantwortliche für die Erblindung seiner Schwester und die Gefangenschaft seiner Mutter. Und bald würde seine Macht absolut sein. Na, sowas aber auch. Tja, du hast dich nach alledem doch recht gut entwickelt. Das war vorhin nicht schlecht. Aber es gibt noch so viel zu tun. Jack kommt dem Schwert immer näher. Ich kann es spüren. Er braucht einen Schlüssel, um das Schwert aus seinem Versteck zu holen. Und jetzt weiß er, wo er ist. Der Schlüssel ist an der Hookküste, in den Ruinen einer alten Abtei. Du musst ihn vor ihm finden. Wir haben einen Vorteil. Er weiß nicht, dass sich der Schlüssel nur einem Mitglied unserer Familie zeigen wird. Deshalb müssen wir ja auch deine Schwester finden. Solange sie da draußen ist, könnte sich Jack ihrer bedienen. Du solltest nach Darkwood gehen und das Portal untersuchen. Es muss eine Möglichkeit geben, es zu aktivieren. Es ist der einzige Weg zur Hookküste. Aber jetzt habe ich ein Geschenk für dich. Es fließt Kraft in deinen Adern, die noch nicht angezapft wurde. Na dann, her damit. Fühlt sich gut an, stimmt's? Von jetzt an werde ich mit dir durch dein Gildensiegel sprechen können. Na toll, noch jemand, der mich zulabert. Ich werde versuchen, Theresa zu finden. Solange sie mir hier nicht die ganze Zeit ins Ohr stöhnt, ist das alles in Ordnung. Okay. Gefängnisausbruch. Wie viel hat das jetzt gebracht? 100? Nur 100 Gold? Will sie mich verarschen hier? WTF? Na gut. Okay, so. Euer Gildensiegel wurde reaktiviert. Nein. Willkommen. Ja, willkommen. Sucht in der Gilde nach weiteren Quests. Da wollte ich jetzt hin. Ihr habt eine neue Questkarte bekommen. Das habe ich befürchtet. So, also gehen wir jetzt einmal kurz zur Gilde, holen uns die ganzen Questkarten ab, skillen einmal durch. Und dann mache ich auch gleich eine Aufnahmepause. Und beim nächsten Mal kümmere ich mich dann wieder darum, dass ich die ordentliche Frisur habe. Also die Frisur, die ich halt vorher hatte. Und so weiter und so fort. Ne? Weil so wollen wir ja nicht rumlaufen. Nee. Das geht doch nicht. So, was hast du denn für Questkarten? Händler Massaker? Nein. Oder? Tötet alle Wächter? Nein. Schatzsuche. Räuber haben Leute, also sucht die Banden um befreite Geister. Ja, nehme ich. Was haben wir hier? Eine Räuberbande hat euch gebeten, einen ihrer... in einer Händlerkarre festzuspielen zu retten. Der Spion weiß nicht, dass man ihm eine Falle gestellt hat. Nee, das ist, ne? Eine böse Quest. Nehme ich nicht. So. Dann, einmal kurz durchskillen hier. Ich gucke gerade mal. Skill ich jetzt hier. Was war das hier? War das hier? Ja, sieht gut aus. Müssen wir das einmal hochskillen? Kaufen. So, das könnten wir eigentlich nochmal machen. Ach nee, es kostet jetzt 66.000. Ach du Kacke. Okay, gut, dann haben wir hier stärker Körperbau.
Können wir uns nochmal? Nee, mehr haben wir nicht. Es kostet aber auch alles hier. Fähigkeitspunkte, meine Güte. So, jetzt haben wir hier noch was für Fertigkeit. Können wir Tempo noch ein bisschen erhöhen? Ist ja auch nicht verkehrt. Können wir es nochmal erhöhen? Ja, sieht gut aus. Können wir es nochmal erhöhen? Ja, sieht gut aus. Okay. So, dann war es das jetzt auch schon mit dieser Aufnahme von Fable. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn wir uns hier wieder die alte Frisur aneignen und so weiter und so fort. Und dann gehen wir wieder auf Questsuche und dann irgendwann halt auch in Darkwood und wollen dann versuchen, das Darkwood-Portal zu reaktivieren. Also bis dahin, viel Spaß euch noch. Tschüss.